burn me out. Love just brings me down. Cold inside like winter leaves. I slowly leave the ground. Hey, you come back. I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby. Drink your night away. Maybe we will not regret it. You will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. Hallo Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von der Stattenbach. Ja, wieder mal von der Stattenbach. Mal kurz Real Talk. Sorry, dass die letzten paar Donnerstage keine Stattenbach kam. Ich war kränklich mit meinen Weisheitszähnen unterwegs. Aber ich war in der Zwischenzeit schon fleißig, eher so gesagt. Ich habe die 87 und die 96, die ihr auch eben in der Timelapse gesehen habt, mit dem Tiefenlockerer tiefenlockert. Wollte ich mal ausleihen, weil ich jetzt den Deutz habe und alles. Mal ausprobieren. Geht super mit dem Ding. Die bringen wir gleich zurück. Muss ich noch sauber machen. In der Zwischenzeit ist nicht viel vergangen. Wir müssen Heu machen. Das ist wichtig. Und sonst eigentlich nichts. Wir bringen jetzt erstmal das Ding hier weg. Das gute Ding. Deutz hat sich super geschlagen dabei. Ist ja auch eigentlich klar. So. Bringen wir das Ding mal zurück zum Händler. Aber vorher noch sauber machen. Nehmen wir die Kärscher. Endlich Kärscher. Trigger wieder finden sie da. So, aber mittlerweile ist ja auch die Ellerbach draußen. Oder eher gesagt, schon das Projekt Ellerbach von uns draußen. Lasst da auch mal gerne ein Like da und schreibt was in die Kommentare. Aber ist halt nicht so gut. Das Projekt ist halt nicht so gut wie meins, ne? Spaß. So. Bin mal gespannt, wie viel vom ersten Schnitt runterkommt. Wie gesagt, das wird alles Heu. Mal gucken, wie es wird. Wird aber gut. Und da habe ich auch noch eine Neuerung. Apropos erster Schnitt. Ich habe ja jetzt an dem deutschen Fronthydraulik. Da fahren wir jetzt auch hin. Was abholen. Auf jeden Fall, da wir also jetzt eine Fronthydraulik mit Fronsabwelle haben, könnten wir auch
ein Frontmähwerk haben. Da habe ich mir jetzt erstmal nur was ausgeliehen, um anzugucken. Und meinen guten Nachbarn, vorher gesagt, meinen guten Freund aus dem Dorf. Ja, wird bekannt vorkommen, daher ist der Radlader. Und zwar ein SIP-Frontmähwerk. Wollte ich mir mal angucken. So, da ist. Da kommt gleich unser Krone Heckmähwerk noch dran. Und mal gucken, wie das wird mit den zwei. Aber ich denke super. Aber ich noch unter dem letzten Video noch mitbekommen habe, alle Mods sind privat. Die Map ist privat, alles ist privat. Wer fragt, ob er die Map haben kann, der wird gesperrt auf den Kanal. Nämlich sowas geht uns auf die Nerven und sage ich mal, das ist nur Quälerei und eine ganz Quatsch. Wartet doch einfach, vielleicht kommt sie noch mal raus. Wartet doch einfach mal ab. So, aber ich muss die dann mal mit dem Dings rausholen, mit dem JC. Aber was mir gerade auffällt, ihr habt in eurem Video bisschen weniger Sound, ne? So, jetzt vernünftig. Entschuldigung, mal mein Fehler. Der vernünftigste JC. Aber keine. Ah, übrigens, ich habe die Bretter noch verkauft. Offscreen. An guten. Also in hier im Dorf, an guten Kollegen. Deswegen habe ich ein bisschen mehr Kohle. Aber sonst ist alles super. Aber ich glaube, Ballen heimholen mache ich hier mit dem. Ah, und noch was? Wir haben hier jetzt einen Front. Ein Euro Frontlader. Da hinten stehen die Geräte dazu. Den hier habe ich da inseriert. Den Frontlader plus die Konsole. Von dem IAC. Mal gucken, ob sich da einer meldet für. Aber ich denke. Die sind ja gesucht. Gerade bei Nebenerwerbslandwirten. Mal gucken. Wir haben ja hier den Deutz. Ich habe mich jetzt letztens ein bisschen geärgert, weil ich habe gesehen, jetzt im Internet steht ein günstiger New Holland drin, ein T5. Den hätte ich eher genommen, aber jetzt habe ich mich für den Deutz entschieden. Ist halt so. Aber so ein Deutz könnte man vielleicht als Vorführer bekommen. Weil ich dran bin, was mit den Wiesen zu machen. Erstens werden die Wiesen ja noch auch getiefenlockert, aber ein Tiefenlockerer, der nicht die Grasnarbe angreift. Und zweitens, der hat auch den gleichen Holler, ich wollte mir den mal angucken. Und mein Lohnunternehmer des Vertrauens hat auch einen von dem, also auch einen von dem Fabrikat, weil ich dran bin, vielleicht mit Verschlauchung mal Gülle auszubringen. Aber es steht noch in den Sternen. Jetzt muss ich aufpassen, wo war hier die Einfahrt? War hier die? Nee. Hier war sie. Sieht man schlecht. Gucken, ob er beides schafft. Packt es doch relativ gut. Und macht auch Spaß. So. Ich mähe jetzt erstmal.
und man sieht sich dann vielleicht gleich, also eher gesagt nachher wieder. Also bis nachher. So, wir sind beim ersten Feld fertig. Ging relativ schnell und fix, muss ich wirklich sagen. Ich bin ja zufrieden mit dem Ding. Ja, kommt nicht so viel Ertrag runter, wie ich mir vorgestellt habe. Kommt aber meinem mangelnden Düngen. Weil ich mit mit Dings gestreut, wäre ein bisschen besser gewesen mit Gülle. Aber ist halt so. Jetzt können noch bald meine Kühe mal auf die Weide. Ich habe mir jetzt eine Weide gebaut. Eher so. Ah, da könnte man vielleicht mal hingehen. Oh, eher gerade mal hinfahren. Kuhweide, nicht eher gebaut. Ich habe das eher gesagt so übernommen. Ich hätte auch daher fahren können. Oh, ah, kommt nicht weg. Hier vorne ist sie. Scheiß enge Einfahrt hier. Da vorne. Nicht wundern, das ist dieses Weidebau-Tu, was auf Mottab ist. Deswegen konnte ich das machen. Wieder aufklappen den Aal. Aber ich fahre andersrum. Hätte jetzt, glaube ich, ein bisschen mehr Wumms der Deutz. Wäre es perfekt. Aber so geht es auch. Ich muss mich halt ein bisschen einfinden wegen Steuergeräten, obwohl die eigentlich relativ einfach sind, weil ich hier einfach die Knöpfe drücken muss. Die lassen sich wirklich schön verschalten, die Steuergeräte. Ist halt die große Armlehne, ne? Geht halt. Sonst 14 km/h finde ich okay. Bin ich schon mal schnelleres gefahren, aber nur mit dem Heckmähwerk. Ja. Wenn man sich das mal traglich hochrecht, also die vorne habe ich glaube ich noch 2 Meter drin. Hier bin ich insgesamt mit 4 Metern jetzt unterwegs. Müsste man sich mal hochrechnen, ob sich das lohnt oder ein größeres Heckmähwerk zu kaufen. Oder ob man schneller ist. Das wäre auch noch eine Überlegung. Frontmähwerk und hinten dran Aufbereiter dran. Das wäre auch noch etwas Interessantes, glaube ich, für mich. Die Wendigkeit ist gerade hier der Jackpot, ey. Mal Frontscheibe auf, ne? Dachluke und Heckscheibe. Bisschen Zug auf den Laden bekommt, ne? So.
Ich finde das super. Nämlich, wenn ich das Grünland belüfte, oder wenn ich hier generell den Schnitt runtergefahren habe, fahre ich hier nochmal das Grünland hoch. Jetzt, dieses Jahr ist das letzte Jahr, wo ich ja mit Freizeller fahren war. Und Möschlochverteiler und den ganzen Quatsch. Danach müssen wir mit Verschlauchung fahren. Dann mit Schleppschuh, bodennahe Ausbringung halten. Bin ich mal gespannt, was das wird. Ich glaube, das wird ein Reinfall. Weil die bodennahe Ausbringung könnte, also bei manchen Sachen wird gut sein. Erstens wegen dem Güllisch. Du siehst halt immer diese Güllischstreifen auf dem Feld, ne? Ist halt manchmal nicht so das Schönste. Aber geht ja. Das Feld ist auch gleich weg. Der Frontnebel hat nur 14 km/h. Ich war auch überlegen, ob ich schon erst nur einen Teil mehr, weil ich glaube nicht so viel, dass ich, also nicht so viel unterbringen kann. Im Berg muss ich mähen. Aber jetzt, wo ich den letzten Schnitt runtergeholt hatte, letztes Jahr nochmal. Nächstes Jahr mulche ich die nieder. Also eher gesagt, dieses Jahr mulche ich die nieder, wenn sie nochmal hochstehen. Hinten, da kann ich mal ausmachen. Schon mal hochklappen. Vorne mache ich jetzt hoch. Aus. Einfach schnieke die zwei Teile. So, welche Flächen habe ich noch zu mähen? Ich habe noch die 51. Ja. Ich weiß nicht, wegen der 59 und der 57, ob ich ihn noch lasse. Eigentlich müsste ich ihn lassen. Ne? Ich fahre jetzt mal hoch zu den Bergwiesen, guck mal die an. Dann mähen wir entweder mich die Offscreen fertig oder erst oder nächste Woche, ja. Oder wir machen, jetzt kommen wir in der nächsten Folge. Ich denke ersteres, aber das zweitere könnte ja auch sein. Nämlich ich würde gerne als nächstes mit euch Wänden fahren, und zwar alles. Dann nehmen wir da diesmal aber den 533 für, weil er ja da ist. Die 633, Entschuldigung. Weil ja er jetzt mittlerweile der kleinste Schlepper ist, ist halt so. Meinen kleinen 353 habe ich ja verkauft. Da hole ich immer noch hinterher. Ich weiß nicht, ob ich hier durch den Wald oben rauskomme. Könnte ich mal. Die Strecke bin ich noch nicht gefahren. Ob ich da oben reinkomme? An die Wiese. Ich glaube nicht, aber.
probieren kann man es mal. Ich komme vielleicht oben auf dem Querweg raus. Ich muss halt den Tick über den Grundstreifen noch haben. Holz mache ich jetzt dann auch dann wieder offscreen weiter. Dass wieder Bretter produziert werden. Oder ich verkaufe es direkt. Könnte sein, dass hier noch ein Feld. Ja, Feldweg ist hier. Also komme ich doch durch den Wald hoch. Nämlich oben die lässt sich schöner mähen als unten. Ach komm, was soll der Geiz? Ich mähe hier oben die noch und dann unten die offscreen, dann habt ihr größtenteils alles gesehen. Hier oben diese dünn und schmal, die ist schnell gemäht. Die ist ja schnell gemäht. Ja. Dann fahre ich hier natürlichen Dünger und mal künstlichen Dünger noch drauf. Wenn ich Doppelpack macht natürlich. Und Dünger ist noch, also Dünger ist mehr Ertrag. Das sieht wieder mau aus. Hier meistert sogar den Sprutrum. Alter, ist da eine Kante drin. Ich bin froh, dass ich immer mit 47 schmähen muss. Nämlich an den Berg muss ich immer zweimal schalten. Ey. Was geil war, weil er diese Untersetzung noch hatte. Und ich einfach die Gruppe gewechselt habe. Aber trotzdem. Das haben wir auch gleich fertig. Oder ich mache aus dem einen Teil Siloballen. Ja, könnte ich auch. Vielleicht mache ich auch teilweise Siloballen. Ich müsste auch langsam mal anfangen, das scheiß Silo hinten leer zu machen und an den Biogas zu verkaufen. Müsste ich auch mal machen, aber das nein, späteres Mal. So mache ich. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like, Abo da, aktiviert die Glocke, schreibt gerne was in die Kommentare und dann sage ich mal bis zum nächsten. Tschüss.